Immer wieder hört man von EU-Projekten, dass sie internationale Probleme klären, dass sie schwächeren Ländern helfen, aber auch, dass sie zu viel kosten und scheitern. Das schauen wir uns jetzt mal genau an. Im Laufe dieser Videoproduktion werden wir uns zwei EU-Projekte genauer ansehen und anschließend bewerten. Ziel ist es, herauszufinden, was die EU tut, um unser Miteinander nachhaltig zu verbessern. Wir haben uns die Themengebiete Bildung, Kultur und Umwelt ausgesucht. Zu den Bewohnern der EU zählen nicht nur wir Menschen, sondern selbstverständlich auch unsere Freunde aus der Tierwelt. Dazu gehört unter anderem der Waldrapp. Dabei handelt es sich um einen Zugvogel, der früher in Mitteleuropa heimisch war. Doch er fiel dem tödlichsten Räuber der Welt zum Opfer, dem Menschen. Ziel des EU-Projekts Life Plus Biodiversity ist es, den Waldrapp wieder in unsere Breitengrade zurückzuholen. Schwerpunkte sind die nachhaltige Reduzierung von Abschüssen, durch die immer wieder Vögel zu Tode kommen, sowie ein veterinärmedizinisches Monitoring. Auf dem Rücken wird ein Sender angebracht, der die Flugbewegungen direkt an Movebank überträgt. Eine Internetplattform für alle Freunde des Waldrapps. Seit 2013 wird das erfahrene Waldrappenteam von der EU gefördert. Auch für darstellende Künste hat die EU was übrig. So unterstützt sie das von der Szene Salzburg gegründete europaweite Advancing Performing Arts Project, kurz APAP. Gemeinsam mit 10 europäischen Partnern und Künstlern aus dem Libanon schuf es das Programm Performing Europe 2020. Dabei geht es um die Förderung darstellender Künste wie Schauspiel und Tanz. Insgesamt 40 Künstlerinnen und Künstler erhalten damit die Chance, an Co-Produktionen und Gastspielen von Festivals mitzuwirken, intensiv zu proben oder auch zu recherchieren und sich mit den Freunden aus dem Libanon auszutauschen. Und wie gesagt, APAP gibt es auch bei uns in Salzburg. Also Augen auf! Vielleicht sieht man ja eine Vorführung, bei der sie mitwirken, auf der lokalen Bühne. Für uns persönlich ist es eine große Freude zu sehen, dass auch darstellende Kunst und künstlerische Innovation von der EU gefördert werden und ihr am Herzen liegen. Bei einem Projekt gelang es uns sogar, ein Interview zu bekommen. Es handelt sich dabei um ein in der Entwicklung befindliches Lernspiel für den PC, spezialisiert auf Mathematik und die Entwicklung sprachlicher Kompetenzen. Experten von quer durch Europa helfen dabei, eine angenehme Spiel- und Lernerfahrung zu schaffen. Einer von ihnen ist Bernhard Schratzberger aus Salzburg. Worum geht's in dem Projekt? Wir entwickeln Computerspiele zum Thema Bruchrechnen. Die Zielsetzung ist in etwa die folgende. Die Schüler sollten einerseits natürlich die grundlegenden mathematischen Konzepte hinter der Bruchrechnung, hinter dem Rechnen mit Brüchen, verstehen. Ein zweiter Aspekt ist, dass die Spiele in einer Sprache gespielt werden sollen, die nicht die Muttersprache der Schüler ist. Das ist das Konzept CLIL. Was heißt CLIL? CLIL ist die Abkürzung für Context Learning in a Foreign Language. Das heißt, Schülerinnen werden in Situationen versetzt, in denen der Spracherwerb beiläufig erfolgt. Auf Sachunterricht, der Inhalt des Faches, wird in einer Sprache unterrichtet, die nicht ihre Muttersprache ist. Wer ist an dem Projekt beteiligt? Die Projektleitung ist in Manchester, bei der Manchester Metropolitan University. Dann ist eine Spieleentwicklerfirma dabei und mehrere Universitäten, die Freie Universität Brüssel, die Universidad de Córdoba und die University of Westminster. Und hier in Salzburg natürlich. So, das waren sie, unsere drei EU-Projekte. Natürlich gibt es da immer noch eine riesige Auswahl an Projekten, die wir in diesem Video nicht behandelt haben. Aber ihr seht, die EU setzt sich für vieles ein. Nämlich für den Umweltschutz, für Innovation, Medien, darstellende Künste haben wir gesehen. Und ja, wie wir gesehen haben, unterstützt die EU sogar die Entwicklung eines Computerspiels. Zusammenfassend kann man sagen, ja, die EU steckt sehr viel Geld in diese Projekte rein. Davon kann man jetzt natürlich halten, was man will. Aber keiner kann leugnen, dass diese Gelder oft nicht mal so schlecht investiert sind. Besonders nicht, wenn man bedenkt, welchen Beitrag diese Projekte leisten für unser gemeinsames Wohl und auch für das Wohl der Natur. Damit kann auch die EU stolz behaupten, dass sie sich für den Umweltschutz einsetzt. Ein Thema, das von Tag zu Tag wichtiger wird. Und ich denke, jeder von uns kann auch froh sein, in der EU zu leben. Selbstverständlich läuft, wie immer im Leben, auch in der EU, nicht immer alles so perfekt. Aber die Vorteile überwiegen ganz klar. Und damit ist es für uns eine durchaus lebenswerte Gemeinschaft.
die unter anderem von diesen Projekten gewährleistet wird, welche wiederum von der EU gefördert werden. So, nun war es aber auch schon wieder mit diesem Video. Danke für eure Aufmerksamkeit.